Der hat auch berichtet, dass die gesamte Diagnostik nicht sehr einfach ist, weil sie in einigen Bereichen sehr wenig sensitiv ist. Oder welche Tools benutzen Sie denn, um sich ein genaueres Bild zu machen, ob dieser Patient an Borreliose erkrankt ist? Naja, meistens sind Untersuchungen hinsichtlich der Borrelien-Antikörper im Blut, also im Serum, schon gelaufen. Und meistens wurde inzwischen oder wird inzwischen auch ein sogenannter Immunoblot gemacht. Aber beide Untersuchungen haben halt, und das wird der Armin sicherlich auch schon erzählt haben, ihre Undifferenzen. Also das heißt, es ist so, dass mit großer Wahrscheinlichkeit längst nicht alle Borreliosen mittels dieser beiden Untersuchungstechniken nachgewiesen werden können. Und deswegen ist es so, dass ich fast ausschließlich, wenn ein Patient kommt, mit dem Borrelien-LTT bzw. ELISpot arbeite. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und es betrifft auch die Koinfektion. Die Koinfektion, leider Gottes, ist es ja so, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Zecken sehr viele andere Erreger ja auch noch in sich tragen. Dann habe ich immer mehr Patienten, die definitiv sagen, sie sind von einem Insekt gestochen worden und haben ein nachweisbares Erythema migrans, auch mit Fotobeweis. Die haben sehr oft dann in den Wunden tatsächlich auch, weil es vorher untersucht wurde, Streptokokken finden können. Wir sehen tatsächlich immer wieder andere Erreger auch in den Wunden. Und es ist so, die beste Untersuchungsmethode nach meinem Dafürhalten ist momentan immer noch der LTT und der ELISpot. Ich sage auch immer, die Borreliose kommt leider selten allein. Das ist tatsächlich so. Das ist ganz, also interessant, dass Sie das selber auch in den Untersuchungen sehen. Der LTT-Test hat ja oftmals auch so Sammelpaneele, wo man dann gucken kann, dass da Viren und Bakterien eben eine große Rolle mitspielen. Ja. Und dann dürfen wir eins ja auch nicht vergessen. Schauen Sie, wir wissen, dass es, was die Borreliose angeht, in Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa, einen hohen Durchseuchungsgrad gibt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die positive Antikörpertitel haben. Das heißt, die haben irgendwann in ihrem Leben Kontakt mit Borrelien gehabt, hat Antikörper aufgebaut. Wir wissen aber auch, dass diese Antikörper sowohl IgG als auch IgM über Jahre im Körper zirkulieren können. Und wir wissen, dass keine Immunität aufgebaut wird. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass viele Menschen in ihrem Leben zig Zeckenstiche erlitten haben, viele von denen gar nicht krank werden. Bei einigen von denen kippt es irgendwann. Ich sag's mal so, da kommt dann der 20. Zeckenstich und irgendwann hält das Immunsystem das auch nicht mehr aus. Aber ich sag's mal so, die Entscheidung, ob jemand krank wird oder nicht, liegt im Grunde genommen schon in den betreffenden Menschen begraben, sprich liegt im Immunsystem, liegt wahrscheinlich auch an genetischen Faktoren. Wie kann ich mit solch einem Erreger umgehen? Kann ich ihn bekämpfen und schafft die Borrelie sich im Körper festzusetzen oder nicht? Ja. Okay, da werden wahrscheinlich viele Komorbiditäten eine Rolle spielen. Wie ist der Ernährungszustand? Wie kann derjenige entgiften? Was für ein Stresslevel hat er? Und dann irgendwann, so wie Sie sagen, auf einmal geht's los, das Immunsystem ist durch irgendetwas irritiert und dann haben diese Infektionen eine Chance. Haben die eine Chance. Und nicht selten habe ich auch Patienten, die erleiden einen einzigen Zeckenstich und sind schon in der Multisystemerkrankung. Ganz schnell kommen wir vielleicht später noch drauf. Also wo es nicht nur bei den klassischen Borreliose-typischen Beschwerden bleibt, sondern wo eigentlich so innerhalb sich von Wochen abspielt, dass das eine Organ neben dem nächsten in seine Arbeit aufgibt oder deutlich reduziert. Und das sind dann natürlich auch die Patienten, die erfahren vielleicht, wenn sie antibiotisch behandelt werden, eine leichte Linderung, aber sie werden nicht gesund. Ne? Und ja. Das ist, wenn die Autoimmunität dazu kommt. Da kommen so viele Stressfaktoren dazu, die man auch dann erstmal alle ausräumen muss. Ne? Wie würden Sie denn, ich sag mal, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit einer Neuroborreliose, da gibt es ja eine ganze Auswahl an verschiedenen Antibiotika. Was wäre geeignet für, ich sag mal, so eine phasengerechte Therapie? Wir haben jetzt vielleicht jemanden, der hat schon viele Jahre Borreliose. Wie würden Sie, da das Antibiotikum auswählen? Also ich persönlich bin kein Freund von Infusionen.
Ich habe hier das Ceftriaxon im Auge oder auch Rozefin. Mhm. Ich habe zwar durchaus Patienten, die es von mir bekommen, dann aus bestimmten Gründen, aber ich habe Gründe, warum es nicht meine erste Wahl ist. Und das sind folgende Gründe. Zum einen ist es so, wenn die Erreger sich im Körper erst festgesetzt haben, dann haben wir es nicht nur mit der lebenden Spirochete zu tun. Und schon gar nicht, dass wir die Spirochete im Blut finden. Rozefin oder Ceftriaxon räumt im Blut wunderbar auf. Es geht auch wunderbar durch die Blut-Hirn-Schranke, aber es hat den einen Manko, es wirkt nicht in den Biofilmen und es wirkt auch nicht in den Zysten. So. Das ist der Grund, warum meine Lieblingskombination, das Minocyclin in Kombination mit dem Tinidazol ist. Tinidazol ist eine Weiterentwicklung von Metronidazol, leider bei uns in Deutschland nicht erhältlich, bei uns in Deutschland nicht zugelassen. Es ist so, dass wir mit dieser Kombination A, eine gute Liquorgängigkeit haben. Wir erreichen die Biofilme, wir erreichen die Zysten und wir erreichen die lebenden Spirocheten. Und das ist der Grund, warum dieses Duo für mich in Kombination dann mit einem Probiotikum eigentlich so das Must-Have darstellt. Ich habe manchmal Patienten, die haben überwiegend muskuläre Beschwerden, Gelenkbeschwerden, da gebe ich dann auch gerne mal Makrolid statt dem Minocyclin, weil ich da das Gefühl habe, es geht besser in die Gelenke und es geht besser in die Muskeln. Aber das ist vielleicht eine persönliche Auswahl. Aber eins vielleicht ist ganz, ganz wichtig, Sie können bei einer chronischen Verlaufsform mit dem Doxycyclin keinen Blumentopf mehr gewinnen. Schon gar nicht in einer Dosierung von 200 Milligramm am Tag und schon gar nicht, wenn sie es über 20 Tage geben. Ich verweise da ganz gerne auf die Studien von der Eva Sapi aus New York, die ja eine wunderbare, tolle Kollegin ist. Ich habe die Möglichkeit gehabt, sie einmal auf einem Kongress persönlich kennenzulernen. Also ganz, ganz toll. Von hier aus vielleicht auch nochmal einen herzlichen Dank an ihre tolle Forschung. Und die hat ja ganz, ganz eindrücklich auch gezeigt, natürlich muss man sagen, das sind alles In-vitro-Forschungen gewesen. Also das heißt, im Reagenzglas, anders lässt es sich bislang auch nicht machen. Aber sie konnte wunderbar zeigen, welche Antibiotika gegen lebende Spirocheten wirksam sind, welche Antibiotika in die Zysten gehen, welche die Zystenbildung eher noch fördern. Und welche die Möglichkeit haben, Biofilme zu zerstören. Und was ich ganz toll fand an ihrer Arbeit war auch oder ist auch, dass auch pflanzliche Alternativen mit getestet worden sind. Aber da kommen wir vielleicht später ja auch nochmal drauf. Später nochmal drauf. Also das ist ja eine interessante Studie. Ich habe die selbst auch gelesen. Die Frau Sapi war selber auch betroffen von Borreliose. Und ich fand das auch sehr bezeichnend, dass Doxycyclin in den Studien wirklich nicht sehr gut abgeschnitten hat. Der Dr. Schwarzbach hat zusätzlich erzählt, dass das Doxycyclin die Antikörperproduktion hemmt. Das ist natürlich auch nicht gut. Nun ist das unglücklicherweise ja auch gerade diese Kombination oder das Antibiotikum, was ja in den Leitlinien vorgeschlagen wird und auch sehr häufig benutzt wird. Meinen Sie, wir brauchen da andere Therapieregime? Wir müssen diesen alten Zopf mal abschneiden? Unbedingt. Ich meine, die Sachspaltung, die Leitlinien ist ja auch nichts Neues. Und nicht nur die Deutsche Borreliose-Gesellschaft hat ja versucht, einen Fuß mit in die Tür zu kriegen, saß mit in den Gremien drin, die Leitlinien ausgearbeitet haben. Letztendlich wurden aber deren Eingebungen überhaupt nicht, also im Endeffekt überhaupt nicht berücksichtigt. Letztendlich ist in den neuen Leitlinien eigentlich das übernommen worden, was in den alten auch schon drin steht. Und das ist total schade, gerade im Hinblick darauf, dass man inzwischen so viel Forschung hat, auch über die Biofilme.